Hallo, mein Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Food oder Little Haul. Wir waren wieder einkaufen, heute ist wieder Samstag. Wir haben es leider nicht vorher geschafft, weil meine Männer den ganzen Tag gestern arbeiten mussten. Und insofern sind wir erst heute gegangen. Es war aber relativ leer wieder bei Lidl. Dafür wieder war alles leer gekauft. Also es war wirklich, alle Regale waren leer, aber zum Glück die Sachen, die ich benötige, habe ich noch gekauft. Es wird jetzt nicht ganz so viel sein, wie ihr das sonst gewohnt seid, weil ich meine Jungs gerade in den Urlaub verabschiedet habe. Also zwei meiner Jungs sind weg und wir bleiben ja auch nur noch bis Donnerstag. Donnerstagvormittag fliegen wir ja auch, also ich und meine anderen beiden Söhne. Insofern haben wir nicht ganz so viel gekauft, aber es ist trotzdem wieder eine Menge geworden, also für die paar Leutchen, die wir hier sind. Ich fange ganz einfach mal an, so was mir hier in die Finger kommt. Wir haben diesmal diese Kekse mitgebracht, weil ich glaube, dass morgen meine Schwägerin kommt. Ich bin nicht ganz sicher und meine Jungs essen das gerne. Ich esse die auch gerne, aber ich will sie ja nicht mehr essen, weil dick macht und so. Aber ich habe mal ein Paket mitgenommen. Im Übrigen habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eigentlich haben wir 8 gekauft. Also 8 von dem kohlensäurehaltigen Selterwasser haben wir gekauft und die stehen nicht alle hier, aber doch so ziemlich. Dann habe ich einmal ein großes Paket von den Toilettenpapier gekauft. Die waren im Angebot, aber langelt mich nicht fest, wie viel. Also die sind ja immer mal im Angebot, diese großen Pakete. Ich weiß nicht, wie viele sind denn da jetzt drin? 20 mal 200 Stück Rollen. Also 20 mal und 200 Blatt sind immer auf einer Rolle drauf. Ich mag die ganz gerne, Leute. Die sind nämlich relativ weich und ich finde die eigentlich für den Preis in Ordnung. Also da muss ich jetzt nicht irgendwie mehr dafür ausgeben. Also ich finde die immer ganz gut und wir benutzen die seit Jahren. Also anderes kaufen wir eigentlich gar nicht mehr. Mein einer Sohn war mit einkaufen und hat Coca-Cola gekauft. Die würde ich ja sonst nicht nehmen. Aber er hat sich die genommen und die ist Zero Zucker. Habe ich gar nicht gemerkt. Sonst hätte er Ärger gekriegt, weil Zero Zucker hat ja auch Nachteile auf die Verdauung, wenn man da nicht aufpasst und zu viel von trinkt. Ne? Dann kriegt man auch mal gern Durchfall. Also, aber egal. Oh, der nächste Sack, Leute. Mal gucken, was hier so drin ist. Stell das mal hier hin. Mein Sohn hat auch einmal Taft mitgenommen. Das benutzt er immer, um seine Haare nach oben zu stylen. Keine Ahnung. Das war das. Er hat auch zweimal Müllermilch genommen. Ne, Bärenmark hat er diesmal genommen. Die fand ich auch immer sehr lecker. Also muss ich sagen, der Preis ist schon gerechtfertigt. Zwei Pakete haben wir davon genommen. Das ist jetzt das eine. Ich habe übrigens diesmal gar keine Milch gekauft, weil ich habe noch mindestens 7-8 Milch im Kühlschrank. Das kommt, weil ich nur noch so wenig Kakao trinke. Und ich fürchte, dass ich das auch nicht alle kriege, bevor ich dann in Urlaub fahre. Und wenn ich dann wiederkomme, wird die bestimmt nicht mehr gut sein. Also ich muss mal gucken, was ich mit der Milch anstelle jetzt. Vielleicht mal Milchreis machen oder so. Das habe ich ewig nicht gemacht, aber meine Jungs sind nicht da. Wer soll den essen? Mein Mann ist da auch nicht ganz so hinterher. Also, naja, mal sehen. Ich habe dann für von Mileys Futter eine ganze Menge mitgenommen. Und zwar schon auch für die 10 Tage, wo ich nicht da bin. Da muss mein Mann ja meine kleine Miley füttern. Und dafür habe ich ihr schon mal das ganze Futter mitgebracht. Und muss mein Mann auch erstmal anleiten, wie er das alles zu machen hat. Das hat er bisher noch nie gemacht, weil sie frisst das ja nicht immer. Also muss er ihr mal ein bisschen von unserem Essen vielleicht mit abgeben, das mit abspülen, ohne Zwiebeln und so. Da muss er noch genaue Anweisungen erhalten von mir. Kriegen wir schon alles hin. Ich habe jetzt wieder einmal die Pastete mit Huhn und Leber genommen. Davon haben wir eine ganze Menge. Und Senior-Pastete mit Pute und Reis. Ah, ich habe gar nicht gesehen, dass die immer für Senior-Hunde sind. Ein Senior ist ja Miley noch nicht, ne? Wusste ich gar nicht. Okay, dann haben wir noch Pastete mit Rind und Leber wieder. Hatte ich das nicht eben schon? Ja, habe ich. Da ist noch eine andere Sorte. Pastete mit Huhn, Erbsen und Karotten. So, das sind, glaube ich, die drei Sachen, die wir... Ne, hier ist noch eine andere. Hier ist noch eine andere. Die ist mit Pastete mit Lamm und Reis. Ja, also wie gesagt, ich habe eine ganze Menge von den ganzen Dingern gekauft. Lass mich mal zählen, wie viel eigentlich. 2, 4, 6... Hier ist noch einmal Cien Wattestäbchen, hat mein Mann benutzt. Ich benutze die ja eigentlich nur, um Make-up-Reste oder Mascara wegzumachen. Also weder für die Nase noch für die Ohren oder so benutze ich das, weil man da auch gerne mal zu tief in die Ohren reingeht. Also ich benutze nie Wattestäbchen für die Ohren. Ich dusche aber auch jeden Tag und wasche das dann so mit Seife aus. Also Wattestäbchen kommen bei mir nicht in die Ohren rein, aber mein Mann ist da sehr fleißig im Reinigen. Ich habe noch einmal Gesichtsreinigungstücher für den Urlaub mitgenommen, weiß aber gar nicht, wie die so sind. Ich habe nämlich
Ja, ich werde einen Waschlappen mitnehmen. Ich wasche mein Gesicht ja immer mit einem Waschlappen und mit reichlich Wasser. Aber da kann ich den Waschlappen ja schlecht waschen, wie ich das hier immer mache. Und insofern habe ich gedacht, zur Not gehen die vielleicht auch. Ich nehme jedenfalls ein Paket mit. Auch im Flugzeug finde ich das immer ganz praktisch, wenn man mal so ein feuchtes Tuch auf hat. Ich werde auch noch so einen Hygienereiniger kaufen. Den habe ich aber leider nicht gefunden diesmal bei Lidl. Dann habe ich hier noch eins. Wie viel haben wir denn jetzt? Ich packe die mal alle hier hin und dann sage ich euch gleich, wie viel ich davon gekauft habe. Und ein Paket Butter kommt mir hier entgegen. Einmal Zwiebeln. Sind wieder relativ groß und relativ wenig drin. Finde ich jedenfalls. Wahrscheinlich ist die Kiloanzahl die gleiche, aber die Grammzahl, wahrscheinlich sind die einfach nur so groß und sieht deswegen so wenig aus. Dann habe ich nochmal mitgenommen. Fruchtmischung für Smoothies aus Erdbeer, Bananen und Heidelbeeren. Die wollte ich immer gerne auf meinen Quark machen, konnte aber jetzt nicht entziffern, ob da Zucker drin ist. Wenn das der Fall wäre, ist das nicht so gut. Da ich die ja immer auf meinen Quark mache und bitte ohne Zucker immer, dachte ich mir, ich nehme trotzdem einmal mit, ich lese das dann zu Hause. Und wenn da Zucker drin ist, dann, ja, dann haben wir Pech. Und dann habe ich nochmal bio-passierte Tomaten mitgenommen. Und die benutze ich manchmal gerne, wenn ich so mein Hackfleischgerichte mache. Nicht immer, aber immer öfter. Noch ein Paket Zwiebeln. Nochmal Mailis Futter. Jetzt sind wir hier schon bei einem riesen Stapel angelangt. Und noch einmal, und ich glaube, das war auch das Ende der Futterration hier. Dann habe ich noch einmal die mitgemacht, die benutze ich nicht so gerne, weil ich immer die Erfahrung gemacht habe, dass sich so Essensreste da drin ansammeln. Wenn man damit die Pfanne sauber macht, lässt sich so schwer wieder reinigen. Manchmal rosten die Dinger auch, also ich weiß ja nicht, bin nicht so ein Fan davon. Da ich aber jetzt nicht da bin und meinen Mann abwaschen muss, habe ich gedacht, ich lege ihm sowas lieber mit hin, falls er Schwierigkeiten hat, da irgendwas abzuwaschen, denn er muss ja dann Essen kochen. Und auch abwaschen. Aber macht er im Übrigen gerne. Mein Mann kocht leidenschaftlich gern. Und der wäscht auch richtig toll ab. Also der kann in 3 Minuten hat er da abgewaschen, erkennt er nichts. Also da ist er immer sehr fleißig bei. Dann einmal noch Seife von Cien. Ich weiß gar nicht, warum ich immer die Seife von Lidl wieder mitnehme. Ich mag die gar nicht so gerne. Naja, und einmal Kartoffeln. Ich habe jetzt auch gar nicht auf den Preis geguckt. Sind die ein bisschen runtergegangen? Sind die ein bisschen günstiger geworden inzwischen? Ich weiß es nicht. Ich habe jedenfalls mitgenommen, weil Kartoffeln brauchen wir immer, auch wenn die jetzt zu dieser Zeit ja immer relativ teuer sind. Letzte Woche waren sie, glaube ich, 3,30 Euro das Netz. Naja, jetzt hat mein Mann noch Salat mitgenommen, hat mich aber gefragt, ob er ein Paket mitnehmen soll. Mein großer Sohn hat ja gesagt. Ich habe eigentlich gar nicht geantwortet auf seine Frage, weil es so weit hinten stand. Aber ich habe gesehen, dass es eingepackt hat, habe gedacht, okay, machen wir mal richtig schön Salat, vielleicht noch mal so. Obwohl, ich bin ja nicht so diejenige, die so fleißig Salat macht, immer ihr wisst es. Dann noch ein Paket Nudeln. Meine Nudeln sind restlos, alle. Ich weiß auch gar nicht, wann wir die alle aufgegessen haben, aber sie sind weg. Dann einmal Reis, noch einmal Futter, noch ein Paket Nudeln, weil wir haben ja gar keine mehr. Und noch einmal, ja, diese Früchte ist schon wieder das mit Smoothie. Mensch, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich die normalen Früchte jetzt haben. Na gut, ich habe mir das wohl gegriffen aus Versehen. Also das ist jetzt wieder mit Ananas, Papaya und Mango. Und ich meine, ich hätte das schon gelesen letztes Mal, dass da kein Zucker mit drin war. Ich glaube, ich habe das letztes Mal schon gehabt, die gleiche Sorte. Pflaster habe ich mitgenommen, weil wir in Urlaub fahren und unsere Pflaster hier ratzefatze leer sind, dachte ich mir, sowohl für den Urlaub als auch für zu Hause nehme ich mal ein Paket mit. Das ist jetzt runtergefallen. Tomatenmark habe ich überhaupt nicht mehr und deswegen auf jeden Fall musste einer mit. Mein Mann geht übrigens gerade in den türkischen Laden auch noch. Vielleicht gibt es noch mal einen Fleischhaul hinterher. Ich weiß noch nicht so genau. Oder ich schneide das hinter dieses Video. Es kann auch sein. Kommt drauf an, wie viel er da kauft. Bananen, einmal haben wir mitgenommen, sind relativ grün, Leute. Die waren noch viel grüner eben im Laden, habe ich den Eindruck. Die sind im Auto so ein bisschen gereift eben bei der Hitze. Also ich glaube ja, ich kann nicht schwören, aber ich befürchte, sie sind ein bisschen gereift eben im Auto, weil das so warm war. Naja gut, ich habe jetzt noch hier 2 Zahnbürsten von... ich habe Dr. Best genommen. Ich Idiot. Ich wollte gar nicht Dr. Best nehmen. Naja, egal. Jedenfalls für mich, für meinen Mann und für meinen Sohn. Die beiden nehmen wir mit in Urlaub. Und mein Mann darf dann keine haben, weil ich habe nur 3 Stück gekauft. Eigentlich wollte ich für uns 4 kaufen, ich habe aber nur 3. Und wo ist die andere? Wahrscheinlich in einer anderen Tasche. Naja gut, sonst muss er erstmal seine alte weiter benutzen. Ich mache das immer so, ne? Also wenn wir in Urlaub fahren, nehme ich eine neue Zahnbürste mit, weil der schleppt schon die alte mit. Also naja, noch einmal Futter. Was haben wir noch? Oh, immer noch so viele Leute. Ich wollte gar nicht kaufen. Naja, hilft ja nichts.
Eine Wurst habe ich noch mitgenommen, weil in letzter Zeit esse ich die relativ gerne. Einmal Kaffee, wie immer, entkoffeiniert. Dann haben wir zweimal von diesem Joghurt, von dem griechischen, 2% Fett mitgenommen, weil mein Mann den ganz gerne isst, immer zum Essen, und er jetzt zwar in den türkischen Laden geht, die aber nicht sicher waren, ob er diesen Gazi-Joghurt dort hat. Manchmal hat der unser Türke das nämlich nicht, und dann stehen wir da, dann haben wir nur Ümmeljod und den isst mein Mann nicht gerne. So, drei Paprika, die waren wieder sehr teuer diesmal, die waren 3,30 oder 3,60 oder so, relativ teuer das Kilo diesmal bei Lidl. Dann habe ich von dem Brot mitgenommen, ausnahmsweise mal das mal richtig schön weich diesmal, sonst sind die nämlich immer relativ hart, also ich kaufe eigentlich nie abgepacktes Brot bei Lidl, nur dieses Schwarzbrot eben, was ich manchmal mitnehme. Zeige ich euch gleich, weil es immer alt ist. Ne? Immer. Also ich habe da kaum frisches Brot gesehen bei diesen abgepackten Packungen, bei dem Feinbrot. Ne? Dann habe ich einmal dieses Monte, das war im Angebot. Eigentlich kaufe ich das nie, aber das, da es im Angebot war, dachte ich mir, mein Sohn darf das mal essen. Und ich habe einmal Eier, die waren auch im Angebot. XXL plus zwei Eier gratis. Das ist doch zwei Eier gratis, konnte ich nicht widerstehen. Noch einmal Bärenmarke, die frische Milch, 3,8% sind da ja drin. Ich dachte 3,8% Fett. Und dann gehen wir weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich das wieder alles hinstellen soll. Hier, ich nehme mal Toilettenpapier hier weg. So. Und weiter geht's im Text. Quark habe ich diesmal eine ganze Menge mitgenommen, weil ich ja jetzt richtig viel Quark wieder esse. Und zwar Magerquark, die Magerstufe, ihr kennt es bestimmt alle. Schmand habe ich auch überhaupt nicht mehr gehabt, habe ich auch, glaube ich, drei Pakete mitgenommen. Das haben wir mal mitgenommen, so eine Frischkäsemischung mit Antipasti-Creme. Ja, okay, Antipasti-Creme, Senfhonig. Ich hoffe, da ist kein Fisch drin, weil ich habe ja eine Fischallergie. Ich habe jedenfalls gelesen, dass da keine Gelatine drin ist. Letztes Mal haben wir nämlich sowas Ähnliches gekauft, da war alles Gelatine drin und konnten wir daher nicht essen. So, dann habe ich noch Tilsiter gekauft, und zwar den stinkigen wieder. Ich habe gehofft, dass ich mal so ein bisschen so einen matschigen noch erwische, aber das war der einzige matschige, den ich da noch gesehen habe, weil je matschiger er so von außen aussieht, so verschleimt, hätte ich jetzt fast gesagt, er aussieht, umso schärfer ist er ja und umso besser schmeckt er, mir jedenfalls. Dann habe ich noch eine Butter geholt und noch einmal Schlagsahne, die kommt gleich in den Kühlschrank. Dann einmal noch Magerquark. Mein Sohn hat das mit eingepackt, den Apfelsaft. Ich weiß jetzt gar nicht, von Solevita ist das. Ich kann es nicht lesen. Doch, Fruchtgehalt 100%. Wollen wir mal hoffen, das stimmt, was da drauf steht. Und ich habe nur ein Paket Nutella mitgenommen, beziehungsweise ein Glas. Ich glaube, unser Nutella-Vorrat ist zur Neige. Und dieses Brot, meinte ich, das ist eigentlich immer frisch, wenn ich es bei Lidl kaufe. Das kaufe ich immer, während dieses Feinbrot fast immer alt ist. Ne? Also ich habe, wie gesagt, ich habe ja noch nie Feinbrot bei Lidl frisch gefunden, was so schön weich und ihr mögt es richtig weich und nicht so, wenn es so schon ein bisschen älter ist. Und ein großes Paket Zucker war auch im Angebot, aber ich weiß nicht, Leute, die Preise, ich weiß es wirklich diesmal nicht genau, wie hoch die Preise waren. Und nee, das haben sie auch mitgenommen. Ein großes Paket Eis, und ich weiß überhaupt nicht, wo ich damit hin soll, weil ich keinen Platz mehr im Eisschrank habe. Das wird richtig knapp werden heute mit dem Platz im Eisschrank. Und ich habe nochmal Honig mitgenommen von Lidl, weil meiner, mit dem bin ich nicht ganz so zufrieden, den ich beim Türken gekauft habe. Ich glaube, der ist nicht so gut. Noch einmal Schlagsahne, kann ich nie genug im Kühlschrank haben. Und unser Tilsiter-Vorrat geht zu Ende, deswegen haben wir wieder vier Pakete mitgenommen. Ich habe noch zwei, glaube ich, im Eis, zwei im Kühlschrank. Reicht wahrscheinlich auch, weil wir ja alle nicht da sind, aber ich habe es mir lieber mitgenommen. Die halten auch relativ lange im Kühlschrank. Dann Buene noch einmal für meinen Sohn. Ich habe auch noch ganz viel Schokolade. Die haben letzte Woche kaum Schokolade gegessen, ist noch ganz viel drin, aber ich war nicht sicher, ob wir jetzt Kinderriegel und Buene noch haben. Die isst nämlich mein Sohn gerne. Deswegen habe ich noch einmal mitgenommen. Schlagsahne noch einmal und noch einmal diesen Kaffee, diesen Pulverkaffee entkoffeiniert. Den möchte ich nämlich gern mit in Urlaub nehmen, damit ich weiß, dass auf meinem Zimmer ein Wasserkocher ist und dass ich abends, so wenn ich
ja, auf dem Balkon sitze und die Abenddämmerung genieße, dass ich dann gerne einen Kaffee auf dem Balkon habe und in Ruhe trinken kann. Auch trinke ich gerne, wenn ich morgens früh aufgestanden bin und noch nicht zum Frühstück gehe oder so, koche ich mir gerne Kaffee und mal zwischendurch vielleicht, wenn ich keinen Bock habe, in den Saal nach unten zu gehen. Ich meine nämlich, dass wir Getränke frei haben. Ich glaube es jedenfalls, aber ich nehme auf jeden Fall zwei von den Gläsern mit. Ich habe hier noch irgendwo eins in den Tüten. Dann haben wir einmal wieder diese Muffins mitgenommen. Die schmecken nämlich immer eigentlich richtig lecker. Vielleicht, wie gesagt, kommt meine Schwägerin morgen, dann kriegt sie davon ein Ast. So, und dann, das müsste ich mich morgen backen. Aber vielleicht backe ich auch noch, das weiß ich noch nicht. Mal sehen. Ich muss aber morgen das ganze Haus sauber machen. Also ich glaube, ich werde keine Zeit zum Backen haben. Deswegen habe ich lieber trotzdem Kuchen mitgenommen. So, dann haben wir noch einmal, mein Sohn hat das eingepackt, Multivitamin. Ich weiß auch nicht, warum der immer Multivitamin nimmt. Eigentlich trinken die viel lieber den Orangen. Links davon. Und wie heißt der eigentlich? Solevita. Wir sind bei der letzten Tüte angelangt. Das ist auch gut, weil ich habe hier echt überhaupt gar keinen Platz mehr. So. Noch einmal Magerquark, weil es so schön war. Und noch einmal Eier. XXL-Packung. Eier wird bei uns eigentlich immer gegessen und die gehen ja auch nicht so schnell kaputt. Die reichen auch noch bis nach dem Urlaub, falls mein Mann sich mal Eier machen möchte oder so, wenn ich nicht da bin. Almigurt, einmal mit Kuchen, einmal mit Brombeerfrucht. Das ist so ein Apfelkuchen, glaube ich. Ja, Apfelkuchen-Joghurt. Oh, herrlich. Ich liebe diese Joghurts, wo Apfelkuchen oder so mit drin ist. Aber man gönnt sich ja nicht. Ich habe eben einen gegessen, muss ich sagen. Und zwar den, der steht hier noch. Der war der Almigurt mit Schokobällen. Der hat mir auch richtig lecker geschmeckt. Der war so schön vanillig und auch die Schokobällchen da drin haben ganz gut geschmeckt. Also, ja, war lecker. Den habe ich übrigens auch nur gegessen, weil der kaputt in meinem Kühlschrank stand und die Jungs den nicht gegessen haben, weil er eben schon kaputt war. Und da dachte ich mir, da muss Mama wohl wieder ran, bevor er in den Müll geht. Noch zweimal Schmand. Nehme ich ja immer für die Soßen, wenn ich Essen koche. Und hier einmal Apfelsaft, den hat mein Sohn schon angebrochen während der Autofahrt. Das ist Apfelsaft direkt gepresst, meine Güte. Und dann noch einmal Magerquark. Ich glaube, ich habe hier 4 oder 5 Pakete gekauft. Noch einmal Magerquark. Und was haben wir noch? Einmal Almigurt wieder mit Brombeer irgendwas. Und ein Brot hat mein Mann noch geschnitten. Seht mal, diesmal ist es wieder dieses dunkle Brot geworden. Wahrscheinlich dachte er auch, das wäre wieder das helle. Ist aber das dunkle, ist er eigentlich nicht so gerne. Ich mag das ganz gerne, das dunkle in letzter Zeit. Ja, man mag ja immer das, was man oft dann auch nicht hat. Ne? Diesmal habe ich, also ich, wahrscheinlich werde ich das dann mal mit essen müssen. Vanillezucker war mir ausgegangen. Konnte ich ja letztes Mal schon nicht in meine Sahne machen, weil ich keine mehr hatte. Dann noch einmal Almigurt mit Apfelkuchen und einmal Milbona Fruchtjoghurt. Was haben wir noch? Dann habe ich noch 2 Prospekte mitgenommen, wie immer. Die gehen eigentlich bei mir auch immer mit zu. Und dann kommen wir nämlich auch schon zu den Sonnenschutzmitteln. Ich habe mal von Cien Sonnenschutz mitgenommen diesmal, weil es so schön aussah. Nee, Quatsch. Also ich dachte mir, bevor ich es vergesse, nehme ich doch lieber genug Vorrat mit. Dann habe ich jedenfalls und muss dann vielleicht nicht extra nochmal los. 50+, das ist Sonnenspray für die Kinder, aber ich dachte mir, wenn wir jetzt dort ankommen und erstmal in die Sonne gehen, dann brauchen wir auch einen hohen Lichtschutzfaktor und Sonnenschutzfaktor. Und insofern habe ich mir gedacht, nehme ich das auf jeden Fall in 50+ mit. Wenn wir dann die Sonne schon ein bisschen abkönnen, dachte ich mir nämlich auch mal das Classic in 30 mit. Da können wir dann ja ein bisschen runterschrauben mit der Schutzzahl. Außerdem habe ich noch Autan, seht ihr, das wollte ich eigentlich meinen Jungs jetzt mitgeben. Jetzt sind die nicht da. Naja, schade, habe ich vergessen. Habe ich mitgenommen, Protektor Plus. Das sind wahrscheinlich gegen Mückenstiche. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man es in die Luft sprüht oder auf den Körper macht. Ich habe es noch nicht durchgelesen ohne Brille. Wie gesagt, Leute, kann ich es nicht lesen. 3,99 war ganz schön. Ne? Ist ja immer ganz schön teuer, das Zeug. So, und dann noch ein Kaffee. Wie gesagt, ich nehme 2 Dinger mit. Ich hoffe, ich habe überhaupt 20, dass ich 20 Kilo mitnehmen darf. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie viel Gepäck ich überhaupt mitnehmen darf. Dann habe ich noch einen Joghurt mit Marille Vanille. Okay. Auch von Almigurt. Ich weiß gar nicht, warum ich alle von Almigurt mitgenommen habe. Die sind nämlich teuer, wenn sie nicht im Angebot sind. Und ich meine, die wären nicht im Angebot. Normalerweise nehme ich immer die billigen hier von Milbona.
weil 59 Cent für einen Joghurt ist ganz schön teuer. Also ja, ich bin schon eine günstige Maus und achte darauf, dass ich auch nur günstige Produkte kaufe. In aller Regel seht ihr, also ich, so Bärenmarke, wie wir das hier haben, kaufe ich selten. Hätte ich auch nicht gemacht, mein Sohn hat es gekauft, ne? Und wenn ich Haarspray kaufen würde, kaufe ich meistens auch nicht das von der Marke, sondern eher das günstige, wenn das dann die gleiche Qualität hat. Also ich achte schon drauf, dass ich nicht so viel an solchen Sachen an Geld ausgebe. Also das ist die Markenbutter noch einmal. Hier habe ich noch einmal Hundefutter und das war auch das letzte Hundefutter. Also haben wir jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mal Hundefutter habe ich gekauft. Das müsste reichen, bis wir wieder da sind. Noch ein Joghurt. Ja, normalerweise kaufe ich dann den hier, ne? Der schmeckt nämlich, finde ich, auch recht gut. Nicht ganz so gut wie der eine Gurt, ja, gebe ich zu. Aber ich denke, man muss auch nicht ganz so intensiv schmecken. So ein günstiger Joghurt schmeckt auch noch ganz lecker. Gut, und dann habe ich noch einmal Cien Lotion After Sun, glaube ich, ist das. Ich konnte es wieder nicht ohne Brille entziffern. Aber ich dachte mir, gegen die Sonne ist es auf jeden Fall schön, wenn man so ein After Sun Lotion auch hat. Ich werde aber auch Aloe Vera mitnehmen. Ich habe ja eine Aloe Vera Pflanze und da nehme ich mir auf jeden Fall genügend Pflanzenteile mit, dass ich sie mir dann auch auf die Haut geben kann, falls ich wieder sehr verbrenne. Das passiert nämlich leider am Anfang sehr, sehr schnell bei mir. Eine Gurt, das ist jetzt wieder irgendwas mit Marilla Vanilla. Hm? Das war auch jetzt das letzte. Ja, meine Lieben. Das war's wieder. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht zu gucken, was wir heute wieder so eingekauft haben. Falls ja, lasst mir gerne ein Abo da. Ich würde mich riesig drüber freuen. Und ja, dann macht's gut. Schlaft schön. Bei uns ist es jetzt schon Abend, 19.38 Uhr. Aber ich wünsche euch auch einen schönen guten Tag, wenn ihr erst morgen früh einschaltet. Macht's gut und bis irgendwann. Tschüss.